Triggerwarnung. In diesem Film thematisieren wir Flucht und Krieg. Wenn du damit nicht so gut klarkommst, schalt einfach weiter oder schau dir den Film mit jemandem zusammen an. Es ist natürlich fast unmöglich. Du kannst nicht eine Heimat irgendwo neu platzieren. Es wäre eine Pflanze, dass man aus der Erde einfach rausnimmt. Schlicht und ergreifend, wenn wir davon ausgehen, dass Katastrophen das kaputt machen oder zerstören, was uns vertraut und selbstverständlich erscheint, dann kann man dieses Zerrissen, dieses Zerreißen dieser Selbstverständlichkeiten irgendwie nur schlecht fassen, nur schlecht erklären. Wir sind Studierende der Universität Würzburg im Fach Empirische Kulturwissenschaften. Wir beschäftigen uns mit den alltäglichen Dingen des Lebens. Aufgrund der aktuellen Ereignisse haben wir uns jedoch gefragt, kann man überhaupt so etwas wie Alltag in einer Krisensituation erleben? Wir schauen in die Ukraine. Zur Erinnerung, 2013 und 2014 finden die friedlichen Maidan-Proteste in Kiew statt. Sie richten sich gegen die Regierung des prorussischen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch. Die Proteste lösen Neuwahlen in der Ukraine aus. Mit Präsident Poroschenko kommt es dann zu einer politischen Orientierung Richtung Europa. Das passt dem russischen Präsidenten Putin aber nicht. Er ist der Meinung, die Ukraine gehöre in eine russische Föderation. Im März 2014 wird die Halbinsel Krim durch Russland annektiert. Gleichzeitig kommt es zu Konflikten mit prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine, die von Russland unterstützt werden. Die ukrainische Armee geht gegen die separatistischen Kräfte vor. Im April 2021 droht Russland schließlich mit dem militärischen Eingreifen. Nach der Aufrüstung der russischen Truppen im Grenzgebiet der Ostukraine kommt es dann am 24. Februar 2022 zum Angriff Russlands auf die Ukraine. Der Kriegsbeginn hat den Alltag in der Ukraine völlig verändert. Wir wollen wissen, was so eine Katastrophe mit den Menschen macht. Wie verändert sich der Alltag? Wir treffen uns dafür mit Polina. Polina kommt aus der Ostukraine und hat den Konflikt dort selbst erlebt. Sie musste deshalb 2015 nach Deutschland fliehen. Mein Name ist Polina, ich bin 24 Jahre alt, bin in Kramatorsk geboren, in einer ukrainischen Stadt, die sehr nah an der russisch-ukrainischen Grenze liegt, wo seit 2014 die Unruhen herrschen, auch bis jetzt aktuell. In der Ukraine habe ich auch die ersten 15 Jahre meines Lebens verbracht und bin dann 2015 mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Und aktuell studiere ich und arbeite parallel zu meinem Studium noch als Ingenieurin. Polina erzählt uns, was sie in der Ukraine vor der Flucht erlebt hat. Wie ist sie damit umgegangen, alles hinter sich zu lassen? Wann hast du das realisiert? Also wann war so der Moment so, okay, es ändert sich jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt nicht wieder zurück in meine Heimat. Ich muss ehrlich sagen, also zu dem Zeitpunkt, es gab hier diesen kurzen Zeitpunkt, wo wir eben zurück in die Ukraine mussten und darauf gewartet haben, ob wir aufgenommen werden oder nicht vom deutschen Staat. In dem Zeitpunkt ist auch was Schlimmes passiert. Das war genau im Winter. Das war, glaube ich, 10. Februar 2015 war der Angriff auf Kramatorsk gewesen, ein Raketenangriff, und das war sehr schlimm, also die ganze Erde hat auch gezittert und diese Explosionen, die waren auch sehr laut und ich bin auch zu dem Zeitpunkt auch draußen gewesen, also es war irgendwie schon alles sehr intensiv. Man hat dann, ich weiß nicht, ob das am gleichen oder am nächsten Tag war, ich habe auch einen toten Menschen auf der Straße gesehen, also der war zwar mit Handtuch überdeckt, aber es sind halt so Bilder, die man nicht aus dem Kopf wieder rauskriegt. Und zwei Tage danach haben wir eben diesen Aufnahmebescheid bekommen, dass wir aufgenommen werden und nach Deutschland dürfen. Und ab dem Zeitpunkt wusste man eigentlich schon, okay, jetzt ändert sich unser Leben und mein Leben für immer. Und ich habe mich, also wir haben uns tierisch gefreut, weil das eben zwei Tage davor so was Schlimmes passiert ist. Und
also man wusste das zwar schon mit dem Kopf, aber irgendwie so das richtige Bewusstsein dafür oder dass man so richtig wahrgenommen hat, okay, es ist jetzt so, kam wahrscheinlich erst im Laufe von der ersten Monate irgendwann mal, als wir schon in Deutschland waren. Polinas Leben wird durch den russischen Angriff auf ihre Heimatstadt und die anschließende Flucht komplett durcheinandergebracht. Mit der Bedrohung verändert sich alles. Sie ist zwar erleichtert, dass sie nach Deutschland kommen kann, trotzdem sind diese Ereignisse für sie eine Katastrophe. Aber was ist das überhaupt, eine Katastrophe? Was verstehen wir darunter und wann gilt ein Ereignis als katastrophal? Wir fragen jemanden, der sich damit auskennt. Jan Hinrichsen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kulturwissenschaftler an der Uniklinik Göttingen. Er hat zu Lawinen geforscht und wie Menschen mit verschiedenen Katastrophen leben, ob von der Natur oder von Menschen ausgelöst. Die empirische Kulturwissenschaft hätte sicherlich den Fokus erstmal darauf, unsere Akteure und Akteurinnen im Feld ernst zu nehmen. Das heißt, etwas salopp gesagt, wenn Menschen sagen, etwas ist eine Katastrophe, dann ist es unser Job, das ernst zu nehmen, dass das für diese Menschen katastrophal ist. Die eigene Deutung entscheidet darüber, wann etwas eine Katastrophe ist und so genannt wird. Auch der Schriftsteller Max Frisch schreibt: Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt. Die Natur kennt keine Katastrophen. In der empirischen Kulturwissenschaft schaut man zum einen auf die Menschen. Zum anderen spielen auch die größeren Zusammenhänge, in denen Katastrophen passieren, eine Rolle. Zum Beispiel ihre Auswirkungen für Gesellschaft oder Wirtschaft. Also was hier gemeint ist, ist, Katastrophen finden immer in Beziehungen zum gesellschaftlichen, zum sozialen, zum menschlichen Umfeld statt. Und nur da werden sie Katastrophen. In der Katastrophenanthropologie argumentiert man, Katastrophen vollziehen sich immer in einem gesellschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen oder kulturellen Kontext. Und sie können auch nur innerhalb dieser Kontexte erklärt werden. Katastrophen haben also nicht nur eine subjektive Ebene, in der sie von Menschen erlebt werden, sondern sie haben auch ganz reale Folgen, zum Beispiel Flucht und Vertreibung. 22,6 Millionen Menschen sind im ersten Kriegsjahr aus der Ukraine geflohen. Nach Stand Juni 2023 haben sich etwa 1 Million davon in Deutschland registriert. Die meisten sind Frauen und Kinder. Gemessen an der Größe der Landesbevölkerung haben Estland und Tschechien die meisten Menschen aufgenommen. Doch was machen eben jene Geflüchteten, wenn sie in einem anderen Land ankommen? Wie finden sie sich zurecht? Genau darum kümmert sich unter anderem der Würzburger Verein MRIA. Anastasia hat ihn kurz nach dem russischen Angriff gegründet. Also zusammenfassend, quasi das meiste, was so angefragt wird bei euch, ist auch so einfach, wie geht man mit der deutschen Bürokratie um? Ja. Und dann auch die Sprachbarriere zu überwinden. Ja. Wenn es keinen Alltag mehr zu geben scheint, dann muss man diesen wiederherstellen. Wohnung, Arbeit und Schulplätze, darum kümmern sich die MitarbeiterInnen von MRIA. Sie wollen geflüchteten Personen bei der Bewältigung ihres neuen Alltags helfen. Dafür bieten sie unter anderem Beratungsgespräche und Kurse an. Was würdest du sagen, hilft am besten, wieder Alltag auch hier herzustellen? Es ist wahrscheinlich am besten, dass man gleich eine Routine hat, dass man versteht, was man macht. Wenn man Sprachkurse hat, ist es schon viel leichter, weil du weißt, Minimum 3, 4, 5 Mal pro Woche. Ich muss aufstehen, ich muss duschen und ich gehe dann zum Sprachkursen und dann so viele Stunden verbringe ich dort. Alltag, also Struktur, Orientierung und Routine sind wesentlich, wenn Menschen Katastrophen erleben. Was fiel Polina besonders schwer, als sie ankam in Deutschland? Ja, die Sprache natürlich ist das Erste, was so einem richtig fehlt, wenn man ins andere Land kommt, aber auch Mentalität. Polina fing nach ihrer Ankunft direkt an, Deutsch zu lernen, um überhaupt zurechtzukommen. Aber die Sprache ist nicht das Einzige, womit vor allem junge Geflüchtete zu kämpfen haben. Es ist schwierig, also wir müssen auch an Alter nachdenken. Also Vorschulkinder und Kinder, sage ich, im Grundschulalter, es ist ein bisschen leichter, weil wo Mama ist, dort ist mein Haus, ungefähr. Ja. Das ist ein bisschen leichter. Es ist viel, viel schwieriger für Teenies, würde ich sagen, 12, 13 plus. Deswegen versuchen wir auch Kurse anbieten, auch speziell für Teenies. Die haben auch eigene Routine natürlich, die haben alle Schulpflicht, die müssen auch zur Schule gehen.
manchmal es hilft nicht. Die Schule kann Fremdheitserfahrungen auch erstmal verstärken. Was war für Paulina wichtig, um ihren neuen Alltag in Deutschland bewältigen zu können? Also Freunde zu finden, Freundschaften zu pflegen. Auch, dass man sozusagen das Gefühl der Dazugehörigkeit hat, die Menschen hat, die einen verstehen. Paulina hat mit neuen FreundInnen Halt gefunden und kann sich zugehörig fühlen. Mit ihnen kann sie auch über die Katastrophe sprechen und so das Unfassbare greifbar machen. Das ist gut, denn Katastrophen hinterlassen bei den Betroffenen oft ein Sinnvakuum, beschreibt Jan Hinrichsen. Schlicht und ergreifend, wenn wir davon ausgehen, dass Katastrophen das kaputt machen oder zerstören, was uns vertraut und selbstverständlich erscheint, dann kann man dieses Zerrissen, dieses Zerreißen dieser Selbstverständlichkeiten irgendwie nur schlecht fassen, nur schlecht erklären. Das heißt, Katastrophen müssen immer gedeutet werden. Sie sind, also man kann so weit gehen zu sagen, sie sind letztlich sinnlose Ereignisse, die immer, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die immer in Beziehung zu Menschen stehen. Menschen, das ist unser Verständnis von Menschlichkeit, sind Wesen, die alles mit Sinn und Bedeutung versehen. Nur dieses schreckliche Ereignis der Katastrophe hinterlässt natürlich ein Vakuum an Bedeutung. Man kann das nicht fassen, was dort passiert ist. Der Mensch als fühlendes und denkendes Wesen ist durchgehend auf der Suche nach einem sinnerfüllten Alltag. Bei Maria geht es deshalb auch um mehr als nur um Arbeit und Wohnungssuche. Freizeit und Gemeinschaft sollen ebenfalls nicht zu kurz kommen. Alltag ist eben nicht nur Bewältigung, sondern soll das Leben auch lebenswert machen. Katastrophen haben viele Facetten. Sie alle verbindet, dass ihr Eintreten eine Leerstelle hinterlässt, wo eigentlich ein mit Sinn erfüllter Alltag wäre. Und der ist, wie wir gezeigt haben, ziemlich wichtig für die Menschen. Worauf könntet ihr in eurem Alltag nur schwer verzichten?